Hallo meine lieben Freunde des gepflegten LS22, willkommen hier zurück bei einer weiteren Folge auf der Ehrengrad mit dem lieben Florian. Einen wunderschönen. So, fahren wir gerade nochmal hier sauber hin. Zum Schwadern. Kurz davor zu sagen, des gepflegten Ehrengrad für mich. Also, ja, nee. Schwierig. So, passt die Schaden mit uns. So, der Rest würde ich wegfahren. Einhänger noch, ein halber Notor. Die schmeißen, das war's. Da habe ich doch gesagt, das schaffst du leicht. Dann haben wir heute noch die Großwiesen. Wo ich gerade noch schwarten bin. Die Arbeit, der ist ja groß dann. Ja, aber das wird auch nicht unbedingt los werden. Warum? Das wird doch eh Silagen. Das ist doch wurscht. Ja, mei, ja. Aber es muss auch wählen. Ja, aber vorher spielt man Silo Lama, haben wir Homecoins mehr, Buhe. Ja, stimmt. Das ist auch wieder recht. Also, Judas Silo. Das wollten wir auch eigentlich lagern, und dann bist du da hier, können wir auch machen, hey. Ja, mir ist mir. Oh, das fängt bald das Ring auf. Oh, leck. Hast schon 10 Sek gemacht. So, ich mir denke, das kann noch eine Weile bleiben und trinken, aber wenn es ringt, dann muss es weg. Da kann ich nichts machen. Na? Oh. Hört sich schon wieder neu. So, nur lassen das junge Stück. Wieso willst du den Rest noch da verkaufen? Ah, nein. Wenn's die Vieh hält, nee, brauche. Ja, hi. Wenn du 4 Eid brauchst, dann haust du es weg. Ich werde noch ein Großbein. Was ist mein Großbein? Gut, passt. Wollen wir wieder. Ich hoffe, Kinder sind brauchen, weil die Hunger groß sind. Noch wollen wir es verkaufen. Ja. Du bist auch noch eine Bahn, dann bin ich mit dem Schwaden fertig. Ich hab noch ein wenig mehrer. Aber bloß nur noch den hinteren Teil. Er muss die Dreck nicht mehr. Also, so viel ist ohne, muss 4-5 Bahnen noch. Mhm. Was machen wir da nun? Wollen wir zur Scheune, oder Flo? Ja, es gibt nur einen Verkaufspunkt da, oder nicht? Ja, weil, ja, normal ist. Ne, bei BGA nimmst du glaube ich nicht auch. Hi, Eder, ne? Ja, dann gibt's bloß die gute altbekannte Scheune. Mhm. Was einfach nur ein Betonboden ist, da wo Schnee kippen durch. Also. Oh meh. Weiß ich ja jetzt nicht. Da kommt der Autogrund vorzweg. Ja. Und neben dem Rammstil schiebt der Auto gar nicht. So. Mit dem Rammstil schiebt der Auto gar nicht. Oh ja, ja, da sehe ich mich. Stell dir mal vor, du hast so ein Auto gerannt mit dem Rammstil vorne dran.
Am Haken, meinst du, oder wo? Oder vorne dran? Ja, ich muss entweder am Haken oder vorne dran. Für ja, beide schlüssig aus. Du denkst auch. Okay, alles klar. Sag doch beide Scheiße ab. Es ist auch nicht normal. Hose, ja. Das muss man auch wieder dazu sagen. Zwischen nochmal 6,1 Stunden lang gefahren. Ja, Bronze 2. Wie viel Sprit hast du noch drin? Und wie viel Liter hast du insgesamt für Lumen? 100 Liter und 70 Kubinuten. Okay, ich hab jetzt mit 140, ich hab jetzt noch 41 drin. Aber hast du jetzt was mit Tank, das ist der sauft echt drauf. Deiner? Ich hab 140 Liter Blödsinn, also das soll ich beim Hexen schon gesehen, was der da gesucht hat. In der Zeit. Na, der braucht übelst wenig, der Mammut hier. Naja, das ist so noch öfter, der Jugend, schon die Blanaien, die ist auch für unglaublich viel. Aber auf jeden Fall der. Ist ja doch bloß eigentlich. Ja, du fahrst auch einen, hast gerade gesagt, der ist gut, also weiß ich ja nicht. Ja, ich hab einen Eltern. Ja, das ist auch noch wirklich 100% Eiger. Das ist ja schon MF-Zusammenarbeit. Echt, deine ist MF? Ja, ja. Sobald die Ecke geht, immer diese billigen Marken hier mit Ei und MF. Nee, nee, nee. Oh, 2000 hat es gleich gegeben. Mhm. Die ist gut, Monster geschehen. Da kommt doch, nicht viel, das Ding. So. Schalte es jetzt aus, wir sterben jetzt. Aus. Ich hab noch mal geschaut, ob es da inzwischen schon Mod gibt. Der Schmutzung hier. So, jetzt sauber mal. Spann. Schaut der Front da raus. Ja, geht. So, der Schwader ist auch sauber. Hallo, geh mal Gas setzen. Ja. Jo. So. Haben wir einen auch gewaschen, ein wunderschönes Stück. So, da haben wir einen. Ja, nee, meinst nicht. Ja, du bist ja keine Ahnung, wo beim Verkaufen. Oh ja. Hm. Hast du den Geruch von. Also, so richtig. Also richtig aggressiven, eigentlich ein bisschen eklige Kräuter. Ja. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Achso, ja, 45 Red, ein Booster Gold, kein Red Bull. Alarm! Die Dose hat cool ausgeschaut. Nur den einzigen wahren Stoff. Die Dose hat cool ausgeschaut. Ah, okay, ja, stimmt, du sammelst die ja, ne? Nee. Okay. Ich sammel die. Bist du plus. Dann zusammentrappen und sie dann wegzuschmeißen. Ah, der Profi. Probieren wir mal das Zeug. Hoffentlich sieht es jetzt nicht aus. Ja, ist nicht so gut. Es zeigt boppt. Ja. Sie ist gut so gewesen. Was meinst du mir kurz so? Ja, ihr habt die richtige Kraft, also an den Fingern, um die aufzudrücken. Ja, wir werden da ein bisschen dickeres. Blechste. Ja, da vorne fährst du. Ich will jetzt nichts sagen, gell, aber irgendwie. Schwierig. Nicht so deins. Hast du Hanfstier schon mal getrunken? Ja, aber nur einmal und auch nicht wirklich. Also, nee. Schon also, länger her. Das ist Stufe noch höher. Das also, nee. Okay. Mir schmeckt es gar nicht. Interessant. Willst du schnell mitfahren beim Silage wegfahren? Warte! Ja, deswegen habe ich ja bloß gefragt, ich bin noch nicht mal eingestiegen. Ich bin gerade bei unserer Kia.
Ich hab ein Ladewagen, ich wie ist es fertig? Ich hab noch ein Ladewagen, wo ich heide. Ich knall dir jetzt einfach nochmal schnell in der Heune, damit er überdacht ist. Der bleibt nicht daheim, da ist er. Boah, erst einmal, dann schauen wir weiter. So. Jetzt schauen wir mal, wer der bessere ist, von jetzt vor. Jetzt sie wird wahrscheinlich immer noch ich. Was ist? Sie wird wahrscheinlich immer noch ich, aber ich schule. Wo ist jeder? Warte ganz kurz, Moment! Alles gut. Ich muss sowieso erstmal hier hinten rausfahren. Ich bin gerade erst im zweiten Gang. Lassen ruhig. Die Übersetzung ist ja bei meinem schon besser als wie bei deinem. Ja, du hast ja PowerShift Getriebe drin, oder? Nee. Achso. Lastschaltstufen gibt. Achso, Lastschaltstufen. Lastschaltstufengetriebe. Ich hab noch ein 6-Gang Getriebe. Das, wo der IHC auch drin hat. Oha! Okay, ich bin dann natürlich bloß mit dem dritten Gang noch nachgefahren. Was ist jetzt los, Flo? Jetzt zieh ich hier. Oha, warte. Ich muss noch auf Touren kommen, dann komm ich auch. Der dritte ist noch zu momentan. Dritter. Also dann wieder raus. Vierter. Fünfter. Sechster. Und ab geht es. Wo bleibst du denn? Ich schalte auf. Ja, warte, ich bin durchgegangen da am Hang hoch mit Allrad. Das war das Problem, der hat zu viel Leistung gut. Das wäre nicht wichtig. Ja. Aber ich bin jetzt auf Topspeed vor dem Kreisverkennung. Gut vom Kreisverkehr. Ja, davon ist richtig. Du musst aufpassen, dass du wieder an der Ding hängen bleibst, gell? Mhm. Mit dem Garder davon. Da rechts gestanden eine wunderschöne Schwaden. Mir schaut das gewachsen aus. Ja, du warst schon so weit da. Ja, ja. Ich bin gerade am Ende von der Leitplanke. Aber jetzt bin ich am Ende von der Leitplanke. Und dann schauen wir mal, wie viel es inzwischen wieder in den Weg geht. Erstmal schauen wir mal, was da für Zahl so steht. Steht genau die gleiche dran wie vorher. So. Okay, das ist sehr viel Reingang. Nix. Ja, dann fahren wir den Rest weg. Zum normalen Ding. Dann ist jetzt auch nichts mehr. Aber hier nichts mehr ohne immer noch am Sofa schießen. Dann kommen wir zum anderen Abnehmer. Nochmal ruin. Boah, jetzt bin ich dann aufgefallen. Ja, ich stehe auch schon. Der fährt nicht, was ist denn dem scheiß Problem? Fahr mal weg zurück. Ah, hier ist er! Die Sau, die überhöhe ich jetzt mal gleich wieder. Bremst du jetzt hier aus da? Ja, los. Oha, Doc Oflo.
Ja, du musst schon wegen Rohschulden noch. Die Sau ist links abbauen. Ja, mei, kann ich nichts machen. Also, ich pop da früh hinterm, gell? Holt sie nicht mehr drauf. Du wirst 43 gehen, oder? Ja, ich lauf 43. Ich lauf 42 ganz langsam, dann tierst du mir da vor. Ja, mit dem Eingang war. Ja, ohne Scheiß, jetzt for real, du ziehst mir ganz langsam davon. Ja, ja, ich weiß schon, ich sehe es ja. Was für die Scheiße, ey? Nichts runterschalten, großer bleibt drin. Ja, ich schalte euch drauf. Muss man so ein bisschen aufpassen mit dem Verkehr hier. Ui, ja, das war jetzt gerade arg knapp mit dem Auto. Ja, ja, ich weiß schon. Okay, von rechts kommt keins, kann ich nochmal weiterfahren. Ach, die hätten ja eigentlich. Ist irgendwo Vorfahrtsschüttel eigentlich? Nee, ne? Nee. Weil dann haben die Vorfahrt, weil rechts vor links. Wir müssen eigentlich schon wieder hier rauslassen, aber. Fangen wir mal, wer der Schnürere ist von 12. Ja, du fährst immer nur 42. Nein, ich meine, wer von welcher Weg jetzt schneller ist. Ach so. Oha, das wird richtig geredet. Aber ganz minimal schneller bin ich. Du bist schon, achso, du bist da hinten gefahren. Jawoll! Haha! Ja, du sparst da natürlich da ein bisschen was. Mhm. Aber ich hol die wieder eh, also. Mit einem km/h. Ja. Aber ich lass dich nicht überholen. Was jetzt? Du lässt mich ja schlecht überholen, wenn ich so weit nach rechts fusch. Du hast ja auch ein Lenkrad, bei dir ist das einfach mit dem Lenken. Ja, aber ja, ja. Habt ihr mir schon wieder hinterm? Leg mich doch am Arsch. Du wächst den fünften Rückschalten gerade kurzzeitig nur, Mann. Ja, Mann, da ist 45, hab ich jetzt 200 Liter Diesel drin. Ich hab 344 Liter drin. Momentan verbrauch Liter pro Stunde 230. Wird bei mir jetzt selber sterben, das. Rechts oben. Wie bei der Literanzahl. Das weiß ich. Nee. Es gibt bei mir keine Anzahl dran. Nee, da. Nee. Okay. Ach, das ist ein Schleihitze. Oh, da kommt's Geld rein. Der Wohngeld übel schnauf. Naja. Jetzt geht er rum. Dann kippen wir mal runter um unsere Laude wo.
Wir holen mal 1000. Wollen wir uns wieder auf den Rückweg? Wo fährt denn ich? Gegenfahrbahn, Das ist gut, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich bin ja ganz schön davor zu, hey. Naja. Wie schaust du schon über den Auskunft, du weißt wie? Ja, du musst schreiberisch fahren, pur. Na. Sicher, voll herlachen, den kann. Du kommst schon nicht weit. Doch. Warte, ich fucke hinten und lass die vorne. Mal nochmal dran. So, wir schauen nochmal ein wenig zurück. So, schaut das Ganze doch gut aus. So, dann drehen wir schon mal da so stehen. Gehen wir uns draus, passt. So, warte mal, haben wir, gibt's eigentlich? Lara. Ja, jetzt bloß dazu bei dem schlimmsten Ding. Naja, Hochbeschauber gibt's nicht. Ist das der Adapter für? Das ist ein Mod. Ach, das wird für irgendein Ding sein. Gibt's so oder so keinen zum Hochklappen nochmal? Ja, doch, die ist. Hilf? Was schaust du? Ja, ich hab geschaut, ob es eine Schaufel gibt, wo du hochklappen kannst. Eine Hochklappschaufel. Ja. Ich ja. Nee, das, deswegen habe ich ja geschaut, gibt's nicht. So. Aber die Quickie hat mehr Füllvolumen, die. Die Quickie scharfer Fluch. Quickie scharfer? Jetzt war doch der Jitter, ja. Schauen wir, vielleicht drehen wir da nochmal andere. Also, dann ist ein bisschen viel zu kopik. Ja, und die normale? Ja, 1000, genau wie bei dir. War der Dungo war halt auch 1000 Kubik, von dem her da tut sich nichts. Ja, deswegen habe ich gerade geschaut, aber das ist wurscht. Oh, da ist wurscht. Für mich ist trotzdem 1000 Kubik und nicht mehr bloß 940 geben. Da bin ich 19, ja. Da wird es dir sowieso nicht gehen. Achso, ja. Ui, ja. Lego. Der Schaukel fährt ganz schön, Flo. Der Schaukel fährt ganz schön, Flo. Der Schäfer? Nein,
Der Johnny. Ja, ja, der wackelt auch frisch, das weiß ich schon. Das soll schon, sehen wir schon genau. Ui, der wenn ich da war von deinem Frühjahr ist, der wackelt besser wie ein Kugelsprung. Habt ihr das einmal auch ganz ähnlich gebraucht mit dem, hey? Nein, nein. Das brauchst du gut machen, ne? Rutsch nur vorbei. Der Flaggschnaht. Oh nein! Hm? Mal los. Hier wieder. Okay. Dann ist ja gut. Aber liebe Leute, wir sind stattdessen auch mit der heutigen Folge fertig. Oh, das ist doch schön. Und natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kannst du auch keinen Cent unten den roten Knopf drauf beim falls getan Glock aktiviert, mit denen ich das nichts mehr verpassen, das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Ehrengard im LS22 zusammen mit dem Philipp. Und bis dahin, macht es gut. Haut rein und ciao, ciao. Ciao.